Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play der Herr der Ringe Online. Wir wollen jetzt, was wollen wir denn machen? Wir müssen einmal da hinten hin Beweise dafür suchen, dass nicht die Rohirrim, sondern ein anderer Feind vertrieben werden muss und dem Ufer folgen. Okay, was ich aber zuerst machen möchte ist, diesen Markstein hier setzen. Binden. Ja, okay. So, jetzt bin ich nämlich hier gebunden. Hier in Haldirith, am großen Fluss, also genau hier. Ich möchte jetzt nämlich mal dieses Frühlingsfest machen. Macht euch bereit für eure Reise zum Heckenlabyrinth in den Rossfeldern von Brenant, um am diesjährigen Frühlingsfest teilzunehmen. Beeilt euch und besucht die Festlichkeiten. Okay, dann reisen wir mal. Oh, Level Up. Ich dachte, ich werde jetzt hin teleportiert. Achso, nee, ich bekomme nur die Karte. Na dann. Nehme ich die Karte mal. Wo ist sie denn da? Karte zum Frühlingsfest. Eine Karte zu den Rossfeldern in Breland. Wie spät ist eigentlich? Ach Mensch, 9.19 Uhr morgens. Und ein wunderschöner Ladebildschirm. So, da ist er auch schon vorbei. Ich wollte mal schauen, was ich hier machen kann. Was mache ich denn hier, Alter? So viel Quests. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ihr da, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Hallo, ich fühle mich heute nicht gut. Ich weiß noch nicht mal, wie ich hierher gekommen bin. Gehört ihr zur Gasthausliga oder ich? Ich weiß nicht, ob ich glauben soll, dass ihr Mitglied seid. Ihr dreht euch oder drehe ich mich, aber... Oh, hallo, gehört ihr auch zur Gasthausliga? Was? Neue Aufgabe? Was für eine Aufgabe denn? Keine Ahnung. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ach, ich bekomme eine Spring Festival Box. A box containing a prize from the Spring Festival. This is very good. Ich bin dieses Jahr hierher gekommen, um mich am Grün zu erfreuen und dem heimischen Lärm zu entfliehen. Ich wollte die Ruhe und den Duft des Frühlings genießen. Stattdessen komme ich hier an dem Tag an, an dem auch 20 aus dem Auenland erscheinen. Ihr glaubt ja nicht, was für ein Durcheinander sie im Labyrinth anrichten. Könntet ihr sie bitte verscheuchen? Bringt sie zur Ruhe. Sie rennen herum und belästigen jeden auf zwei Beinen. Okay. Ach, sind das Tiere? Würdet ihr mir Tiere? Bitte für eine Minute eure Zeit schenken? Okay. Ich reise nicht viel und bleibe hier in der Geborgenheit meines Volks, wenn ihr versteht. Ich habe den Unterhaltungen einiger Halblinge aus Stadel entnommen, dass ihr Volk westlich im Auenland ein großes Fest veranstaltet. Man nennt es wohl das Grünfelder Ehrenfest. Das Seltsamste ist dabei das grüne Bier, von dem sie gesprochen haben. Grün! Ich bin recht zufrieden mit unserem eigenen gelblichen Bräu hier. Also vielen Dank, falls euch derart Seltsames interessieren sollte, dann könnt ihr jederzeit das Fest dieses kleinen Volkes besuchen. Mir geht es hier ganz gut. Okay. Hallo, könnt ihr mir behilflich sein? Hallo, hallo, wie schön euch zu treffen. Möchtet ihr den neuen Garten in Duilond sehen? Ich habe gehört, dass er ein sehenswerter Ort sein soll, auch wenn die Elben ihn sich wohl anders vorgestellt hatten. Ich habe nur Gerüchte über die dortigen Probleme gehört, aber es klingt wirklich nicht gut. Das beste Frühlingsfest findet sicherlich in Bree statt. Dennoch solltet ihr nicht den Spaß verpassen, so es denn welchen geben sollte. Ihr solltet mit Maengamil in Duilon sprechen, denn sie kümmert sich wohl um den Garten. Und? Das sind noch? Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Was für ein Zufall! Ihr kommt gerade richtig! Alberich Holzapfel, ein Freund von mir aus Bree, sucht nach jemandem mit eurem guten Ruf, der ihm helfen kann. Selbst die unerschütterlichste Person kann im Frühling den Kopf verlieren. Insbesondere, wenn überall liebliche Blumen blühen. Der Duft von Blumen und Romantik liegt in der Luft. Geht und sprecht mit Alberich, wenn ihr die Zeit erübrigen könnt. Ihr findet ihn auf dem Marktplatz von Bree. Okay. Also sehr viel zu tun hier offensichtlich. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Probiert grässliche Biere vor Ablauf der Zeit. Okay.
Ich habe eine besonders schwierige Aufgabe für euch. Es gibt ein starkes, grässliches Bier im Heckenlabyrinth, das einem die Sinne vernebelt. Ihr werdet euch hinterher an einem fernen Ort wiederfinden und euch nicht daran erinnern können, wie ihr dorthin gekommen seid. Alles, was auf dem Weg dorthin geschehen sein mag, werdet ihr vergessen haben. Falls ihr den Weg durch das Labyrinth finden solltet, während ihr diese grässlichen Biere trinkt, so wäre ich höchst beeindruckt. Was? Ich kann's nicht annehmen, weil meine Aufgaben voll sind. Aber ich kann ja einfach das hier abbrechen. Ja, das brauche ich nicht. Hier im Knochental. Ich möchte das einmal kurz abbrechen. Und das hier auch. So, dann habe ich wieder Platz. Und hier im Dunmoor, ja, brauche ich auch nicht. Jagd auf Blutschlund schaffe ich eh nicht. Deutwald, der Wald hat Augen, kann ich eigentlich auch abbrechen. Werde ich eh nie wieder machen. Und das hier kann ich nicht abbrechen. Willst du mich verarschen? Wieso kann ich diese Quest nicht abbrechen? Wieso? Ich will die abbrechen. So, what the fuck? Naja. Also jetzt nochmal das schließen und jetzt kann ich es aber annehmen. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? So, dann habe ich jetzt aber nur ein bisschen Zeit, nämlich nur 9 Minuten und ein paar Sekunden, also fast 10 Minuten. Dann wollen wir mal, ne? Schauen wir mal. Hier sollen sich irgendwo Biere befinden. Alter, das ist ja wirklich ein Labyrinth. Was ist das da? Da bewegt sich was. Gibt es hier eine Karte von dem Labyrinth? Nee, natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Es gibt wirklich keine Karte von dem Labyrinth. Na toll. Da sehe ich doch was. Da bewegt sich doch was. Was ist denn da? Toll. Eine Sackgasse. Geil. Aber hier ist keine Sackgasse, glaube ich. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich hier überhaupt alles machen soll. Ich weiß nicht mal, wo es hier lang geht. Nee, von da komme ich ja. Hier hinten kann ich noch lang. Okay, warte. Nicht verlaufen. Toll. Ach du Scheiße. Zum Glück ist das, okay, so groß ist es nicht. Das heißt, man kann sich doch einigermaßen zurechtfinden, würde ich jetzt mal behaupten. Zum Beispiel, indem man hier läuft. Hier ist nämlich, ich kenne das natürlich alles, ne? Ist ja klar. Ein böses Fass. Oh. Ich glaube, ich soll das hier probieren. Hieltet ihr das für klug? Ja, naja, es war halt die Quest. Findet den Ausgang, bevor die Zeit abläuft. Was? Ach, warte, wo war denn der Ausgang? Scheiße. Ich kam, glaube ich, von hier. Ja, doch, ich kam von hier und dann kam ich von hier. Okay. Und dann ging es hier irgendwo raus. Hier sind 20er. Warte, hier. Wie geht's? Da vorne ist doch der Ausgang. Die Frage ist nur, wie komme ich da... Hier komme ich nicht hin, warte. Theoretisch müsste der Ausgang hier sein. Oh Leute, ey, wer macht denn sowas? Hier müsste es rausgehen. Ich bin total besoffen. Verdammt, da wird die Folge wieder so groß. Lass das. Hier, weil sich dauernd alles bewegt hier. Und wenn er das encodiert, dann ist es für den Arsch. Das ist alles so riesig. So, habe ich Ausgang gefunden. Ist gut. Ne, ich habe doch den Ausgang gefunden. Findet den Ausgang, bevor die Zeit abläuft. Ja, habe ich doch. Soll ich jetzt die Quest abgeben? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich weiß jetzt nicht, wo... Kann ich jetzt die Quest abgeben? Irgendwie nicht. Hä, verarschen? Ich habe doch den Ausgang gefunden. Hä? Findet den Ausgang, bevor die Zeit abläuft. Ja, mit wem soll ich jetzt sprechen? Mit dir hier? Nee, auch nicht. Hä? Die grüne Herausforderung. Scheint meilenweit von eurer jetzigen Position entfernt zu sein. Also der Ausgang. Ja, aber... Jetzt? Hallo? Was kann ich für euch tun? Nee, auch nicht. Hä? Hallo? Kapier ich gerade nicht. Oder bin ich noch nicht draußen? Ich bin auch schon draußen. Hä? Verarschen? Ich kapiere es gerade nicht. Was soll denn das? Ich bin doch jetzt, da steht, findet den Ausgang, bevor die Zeit abläuft. Ich bin doch rausgegangen. Ja. Hä?
Jetzt gleich die Zeit abgelaufen und dann... Hä? Willst du mich verarschen? Was ist... Was? Hä? 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 Ich kann es noch zehnmal her sagen, ich werde es trotzdem nicht verstehen. Ich habe den Ausgang gefunden und plötzlich bin ich in Duelond gelandet. Ja, ach, leck mich, ich mache diese Quest nicht mehr, jetzt reicht's mir. Ist mir zu blöd. Echt mal. Wer denkt sich denn so eine Scheiße aus, die nicht funktioniert? Ich habe, da steht, finde den Ausgang. Ich habe den Ausgang gefunden. Pff. Ja, toll. Und jetzt? Hä? Was soll denn das? Ganz ehrlich. Seid gegrüßt. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Er ist für Level, weiß ich nicht, viel zu low. Mach ich nicht. Ist mir zu blöd. Das ist doch ein Scherz, ey. Wieso bin ich jetzt hier? Was? Ich kapiere es nicht. Ganz ehrlich, ich kapiere das echt nicht. Es tut mir leid. Hier, Orientierungslosigkeit. Ich habe doch jetzt Bier getrunken und... jetzt habe ich das grüne Bier getrunken, bin rausgegangen und... Habe jetzt mit allen gesprochen, aber irgendwie hat das nichts gebracht. Ihr habt es ja gesehen. Da stand, findet den Ausgang. Mehr stand da nicht. Hier will ich nicht. Abbrechen. Weg damit mit dem Scheiß. Echt. Ganz ehrlich. Wenn das alles nicht funktioniert, dann mache ich es nicht. So, und ich reise auch nicht zu den anderen. Jetzt bin ich deprimiert. Ich mache einfach mit dem Normalen weiter. Ganz ehrlich. So. Abbrechen. Nehme ich hier die Rückreise zum, hier. Nach Haldiriff. Und dann ist mir das auch, das ist mir zu blöd. Ganz ehrlich. Wenn es nicht funktioniert... Die nördliche Steppe? Nee, das ist es nicht. Ohren entgegen ist, glaube ich, nicht das Richtige. Warte mal. Oder? Okay. Überquert die Brücke nach Rohan und sprecht mit einem Rohirrim. Wo ist denn das eigentlich? Nach Ostrohan ist es hier? Wo kommt denn die Quest überhaupt her? Da ist es. Muss vor den Langhold-Aufgaben abgeschlossen werden. Welche Langhold-Aufgaben? Hä? Wo bin ich überhaupt? Tinglad bin ich, genau. Wieso ist das denn für Stufe 70? Ich dachte, das ist ja... Stufe 70, ja. Ich dachte, das hier ist irgendwie ab Stufe... Hä? Das versteht mal einer. Naja. Ich kapier's nicht. Eigentlich sind die doch hier alle Stufe 75. Wieso ist denn die Quest für Stufe 70? Die sind nicht Stufe 75, hä? Nee, warte mal. Noch Stufe 70? Hä? Ich sprech mal mit Dunstan. Also irgendwie ist heute komisch. Das ganze Spiel. So. Die Pfeile von denen... Also Sprechpfeil mit Dunstan, der ist ja tot. Die Pfeile von denen dieser Jäger durchbohrt wurde, sind grob, als ob sie orkischer Herkunft wären. Die Orks, die sie verschossen haben, können nicht weit sein. Das bedeutet, dass wir jetzt eine wichtigere Aufgabe haben. Wir müssen diese Feinde vertreiben. Noriel sollte ihre Bemühungen, die Rohirrim loszuwerden, aufgeben. Diese Begegnung ist für einzelne Spieler gedacht, kann aber auch von zwei Spielern gespielt werden. Es wird empfohlen, dass Gäste nur dann teilnehmen, wenn sie diesen Teil der Geschichte erreicht haben. Ach ja, toll. Ich habe übrigens Geschenke bekommen, wollte ich nur mal sagen. Viele Jahre sind vergangen, seit die Menschen von Rohan den Bergfried Stangard an der Grenze von Lorien erbauten. Doch die benachbarten Elben haben sich aus Misstrauen noch kein einziges Mal vor den Rohirrim blicken lassen. Mago Wannen. Die Schuldigen sind bestimmt noch in der Nähe. Ihr fauler Atem hängt noch in der Luft. Seid ihr auf der, Hut, Thargador. Macht euch bereit, wenn der Feind kann nicht weit sein. Okay. Ei, sie kommen! Ei. Ei? Wirklich Ei? Ist das jetzt eine Piratin? Naja. Sie kommen, Captain. Ei. Nee. Wahrscheinlich zu viel Apple-Produkte genutzt. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Stirb, Ork-Krieger. Hallo? Wieso macht denn so wenig Schaden? Ich meine, hallo, der ist... Stufe 70. Vielleicht kommen noch mehr. Macht euch bereit.
Ja, natürlich kommen noch mehr. Ist ja klar. Warum denn auch nicht? Ja? So, Ork-Krieger, würdest du bitte sterben? Spüre den Zorn meines Bogens. Die sterben auch alle gleichzeitig, ne? Noriel nimmt sich die restlichen vor. Ich kriege immer nur einen ab. Ich höre noch mehr. Sie kommen, aber wo kommen sie alle her? Diesmal höre ich, wie sich viele Schritte nähern. Und wieder nimmst du... Nee, ich bekomme diesmal sogar zwei. Und du nimmst ganze drei, natürlich. Warum denn nicht? Ist ja logisch. Ist ja so eine starke Kriegerin, das... Weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht ist sie das ja. Also sie hat nicht mal Lebenspunkte oder Moral. Also gar keine Zahl, wahrscheinlich... Ist also wahrscheinlich alles gescriptet. Die hier haben sogar eine Zahl. Und sterben gleich. Pfeile, aber wie? Ah, Pferdereiter, die Eindringlinge persönlich. Was? Unsere Aufgabe drängt. Ich grüße euch, Thargador. Vergebt mir, dass ich euch gefolgt bin. Aber es hat sich gelohnt. Offensichtlich sind wir gerade recht gekommen, um euch und eure schöne Gefährtin zu retten. Ich bitte euch, wer ist diese tapfere Frau? Ich habe selten jemanden so gut kämpfen sehen, egal ob Mann oder Frau. Winmar scheint von Noriel ziemlich eingenommen zu sein. Ihr kämpft gut, Herrin. Viele meiner Leute wären bei so vielen Gegnern schon unterlegen. Ich danke euch, dass ihr uns zu Hilfe geeilt seid. Nun, da wir uns im Auge in Auge gegenüberstehen, will ich euch sagen, dass ihr in Landen der Elben wandelt. Es tut mir leid, Herrin. Bis vor kurzem munkelte man nur, dass ihr euch in diesen Wäldern aufhaltet. Ihr tretet für euresgleichen ein. Eure Hilfe werde ich euch nicht vergessen. Doch ich bestehe darauf, dass eure Leute diesen Wald verlassen. Ich habe auf Nachricht unseres Gefährten gewartet und wir haben sie bekommen. Er ist gefallen. Mein Volk wird euren Wald verlassen und nicht wiederkehren, wenn wir dort nicht erwünscht sind. Ihr habt mein Wort. Gut, das wäre geregelt. Danke, Pferdereiter. Noriel hat Winmar gebeten, seine Leute aus Thingelath vorzuführen und er hat es versprochen. Warum wird das nochmal zusammengefasst? Ich habe das ja gelesen die ganze Zeit schon. Naja. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Thargador, ich verlasse mich darauf, dass ihr dafür sorgt, dass Winmar sein Wort hält. Unterstützt die Rohirrim nach Kräften, bevor sie sich aus dem Wald zurückziehen. Werdet ihr unsere Freunde in ihr Lager zurückbringen? Natürlich. Seid ihr bereit, Winmar in sein Lager zurückzubringen? Ja! Mann, wie oft denn noch? Also gut, Winmar. Was habt ihr mit den Rohirrim zu schaffen? Ich danke euch, Thargador, dass ihr uns geholfen habt. Ihr seid ein tapferer Krieger und ich bin froh, dass ich euch an meiner Seite hatte. Ich beende das mal und nehme. Brauche ich davon was? Beweglichkeit, Vitalität müsste ich eigentlich nehmen. Ich weiß nicht, ob das wirklich besser ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich nehme mal wieder so eine Münze hier von Anduin. Vom Anduin. Keine Waffe zu viel. Unser Erfolg hängt von unserer Stärke ab. Werdet ihr uns helfen? Wir müssen uns zum Aufbruch bereit machen. Ich weiß, unsere Waffen sind nach diesem Konflikt im Wald verstreut. Aber habt ihr gesehen, wie sie gekämpft hat, Thargador? Habt ihr gesehen, wie gewandt sie mit der Klinge umging und wie golden ihr Haar glänzte? Sie war wunderschön. Oh ja, die Waffen. Wollt ihr mir helfen, sie einzusammeln? Unsere Vorräte gehen zur Neige und wir müssen uns für den Aufbruch rüsten. Annehmen. Und außerdem... Unser Erfolg hängt von unserer Stärke ab. Werdet ihr uns helfen? Ich weiß, dass Noriel nicht will, dass wir weiter durch Thingelath ziehen. Es sei denn, wir ziehen wieder von dannen. Aber ihr habt doch sicher die Spuren der Orks gesehen, die das Gefecht überlebt haben. Ich glaube, es sind noch ziemlich viele und sie rüsten sich schon für den nächsten Angriff. Da ihr euch ja nach Belieben bewegen könnt, solltet ihr zum Schauplatz des Gefechts zurückgehen und die Orks, die ihr dort findet, beseitigen. Und noch eine Quest. Werdet ihr den Rohirrim helfen? Blumen für eine Dame.
Ich muss euch um einen letzten Gefallen bitten, Thagador. Die schöne Frau, mit der ich euch sah. Noriel war ihr Name, nicht wahr? Sie geht mir einfach nicht aus dem Sinn. Ich habe in diesem Wald liebliche Blumen gesehen, will aber nicht losziehen, um sie zu pflücken, um Noriel nicht unnötig mit unserer Anwesenheit zu verärgern. Vielleicht könntet ihr mir einige dieser Blumen besorgen. Ich möchte sie als Andenken an Noriels Liebreiz mitnehmen. Oh. Ach ja, die Liebe. Ne? Die Liebe ist immer noch stärker als alles andere, zumindest. Sagt man das so, ich weiß es nicht. Ne? Oder wie sagt man das? Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Ach, keine Ahnung. Irgendwie so halt. Oder sind noch Bären. Also keine Brombeeren, sondern Braunbären. Böse Bären, die mich umbringen wollen wahrscheinlich, wenn ich ihnen zu nahe komme. Deswegen tue ich das mal nicht. Werden die eigentlich hier auch geschützt? Nee, tatsächlich nicht. Die greifen zwar auch nicht an. Der Bär greift aber an, ne? Ja. Okay, die greifen zwar auch nicht an, aber huch. Wieso dreht sich manchmal die Kamera so komisch? Das muss irgendein Fehler sein. Ich weiß nicht, woran das liegt. Echt. Also ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Das irritiert mich dann jedes Mal. Hallo, klick doch mal diesen Pfeil. Alter.